Wir sind mit einer, Moment, mal ganz genau, eineinviertel Stunde Verspätung drehbereit. Nur ist die Laune noch nicht ganz so lustig. Wir schlugen erstmal erhöhten Alkoholkonsum vor, aber haben uns dann umentschieden, sind auf Red Bull übergegangen. Nein. 3, 2, 1, sprechen Sie jetzt. Jetzt müsste der Schwenk kommen. Tine klebt sich irgendwelche Flipflops mit Tesafilm fest. Wunderbar, schön. Willkommen in unserem Blog. Aber in welchem? Meiner Meinung nach im Mambo-Basisblock. Und zwar den. Wir sind immer noch in unserer Stufe 3. Block, Stufe, Abteilung C. Herzlich willkommen im Block Stufe. Lass mich in den. Geht mit. Meine Damen und Herren, wir freuen uns wirklich, mit Ihnen jetzt eine weitere Figur im Mambo durchführen zu können. Willkommen in unserer Stufe 2 des Blockes 5. Oh, verdammt, Mist. Boah. Kapitel kann nicht. Leute zu Hause. Elefanten sind parat. Kann mich nicht mehr beherrschen. Zeig dich mal. Lambada für Plastikhüften. La 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 la. Da 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 da. Salsa ist ja der Latino-Dauerbrenner überhaupt und ist auch sehr lärm. Wunderbare Zwischenschritte, Alternativen eben. Ich bin noch nicht flüssig. Also ich bin schon flüssig, aber nicht so. Wie signalisiert sie die Figur mit dem komplizierten Namen, kann ich noch nicht mal sagen. Und zwar viermal Open Break und viermal Cuban Style Back Bing Bong Great. Nein, Cuban Street Basic. Stimmt gar nicht. So, ihr Lieben zu Hause, mit unserem. So, ihr Lieben, mit unserem. Ein weiteres. Wir versuchen jetzt so einen richtig langen Wickeldreh. Nee. Und zwar gibt es oftmals. Nee. Die auch. Die gibt's. Gute Laune transportieren. Und wir fühlen uns alle natürlich wie Patrick Swayze und bei diesem auch nicht. Nicht in eine Latino-Hölle, sondern in ein Latino-Paradies. Okay. Wir hoffen, eigentlich ist es egal, dass nach dieser Stufe sie das Mambo-Fieber nicht mehr in Ruhe lässt. Kann einem eigentlich ein Mambo-Fieber nicht mehr in Ruhe lassen? Das fand ich jetzt total spontan. Ich fand das ganz klasse. So, jetzt aber wieder zurück zur Arbeit.